Jo Leute, was geht ab und willkommen zum letzten Formel 1 Wochenende, zur letzten Streckenvorstellung in diesem Jahr vom Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Wir haben das Saisonfinale, wir haben die Titelentscheidung, es ist alles vorbereitet für dieses eine Rennen. Doch bevor ich euch die Strecke zeige, nochmal kurz, was heißt denn kurz, ein paar kurze Infos zur Rennstrecke, die von Hermann Tilke entworfen wurde. Seit 2009 ist sie im Formel-1-Kalender. Sie ist 5,554 Kilometer lang, bietet Platz für 21 Kurven. Der Rundenrekord wird gehalten von Sebastian Vettel. 2009 auch direkt mit einer 1,40,2. Ja, und sonst Rekordsieger bislang. Auch ebenfalls Sebastian Vettel mit 3. Letztes Jahr gewann Nico Rosberg. Das Novum bei dem Rennen ist, dass in der Helligkeit gestartet wird, beziehungsweise bei Sonnenuntergang und einer kompletten Dunkelheit angekommen wird. Ebenfalls ein Novum ist die Unterführung in der Boxengasse. Doch bevor ich euch weiter mit Infos nerve, schauen wir uns die Strecke an. So, wir sind im Mercedes, wir sind in einer anderen Kameraperspektive, die habe ich jetzt endlich mal geschafft zu ändern. Und wir fahren auf die letzte Kurve zu. Schwung mitnehmen für die relativ kurze Start- und Zielgerade. Direkt auf rechts verlagern, hier dann auch die Boxengasse, die jetzt direkt hier unter durchgeht. Erste Kurve, eng. Bisschen den Curb außen mitnehmen. Hinein in die links. Die gefolgt wird von der rechts, die man voll fahren kann. Und dann war es der erste Sektor, sehr kurz. Anbremsen auf diese links-rechts. Kombination hier in dem Stadion. Schöne Tribüne. Langsam zur Stelle der des Kurses hinaus auf die DRS-Gerade, die ab hier DRS anbietet, und dann geht es hinein zur Tribüne, wo man unter durchfahren kann, falls man mal einen Fehler hat. Rechts, links auch alles sehr eng. Schwung mitnehmen für die zweite DRS-Gerade, die auch gleichzeitig zweite Start- und Zielgerade ist für die Rahmenrennen, die ja hier dann auch teilweise, was heißt teilweise, zahlreich vertreten sind, wie GP2, wie Porsche Cup, wie alles mögliche. Hart anbremsen, leicht verbremst von meiner Seite aus. Nächste links hinein, und jetzt kommen wir in den wirklich engen Teil des Kurses, zurück zum Hafen. Diese Doppelrechts mit gleichzeitigem Anbremsen für diese dritte Rechts. Und dann geht es zum schönsten Part der Strecke, wahrscheinlich unter dem Hotel durch. Nochmal eine links, hier außen die Mauer. Kommt dann doch dichter als sie ist. Letzten beiden Kurven, enge rechts. Und dann anbremsen, rechts die Boxengasse. Wir bleiben auf der Strecke und beenden die Runde mit einer 1,44. Kommt nicht ganz an den Rundenrekord ran. Eine 1,44 ist aber trotzdem eine annehmbare Zeit, denke ich mal. Gut, dann war's das. Leute, das war das Streckenvorstellungsjahr 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Jahr geht's weiter in Australien, so wie es aussieht. Anfang März, Mitte März, je nachdem. Geht's weiter. Und ich verabschiede mich für dieses Jahr, bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Es wird noch ein bisschen was kommen, denke ich mal, in diesem Jahr. Vielleicht noch ein bisschen Formel 1. Doch bis dahin, macht es gut. Haut rein.